Hallo, hier sind die Hausis Tanja. und Thorsten. Und wir haben heute wieder ein Unboxing. Und von der? Von der Spielemesse 2019, heute mit einer kleinen Messeneuheit. Genau, und zwar, wie heißt das? Similio, Similo. Similo, Similo. Märchen und Und Geschichte. Geschichte. Ist das gleiche Spiel in zwei Varianten, einmal mit Märchenfiguren und einmal mit geschichtlichen Persönlichkeiten. Hier kann man die Karten auch direkt mit aufheben, ne? Ja, Dann sind die direkt, Transportbox. ja, sind die direkt geschützt vom Wind Ja. und Wetter. Jetzt haben wir einmal die Märchenbox und einmal die Geschichtsbox. Und dann machen wir die doch mal auf. Hier sehe ich sogar zum Glück so eine Aufreißbanderole schimmern. Ja, hier auch. Machen wir das doch mal auf. Das ist immer schön nach einer Spielemesse, neuen Sachen auspacken. Yep. So. Schauen wir zuerst meins oder zuerst Ja, guck deins? zuerst mal bei uns, Schauen bei deinen rein. wir mal erstmal hier bei dem Kartenspiel rein. Und zwar hier haben wir die Spielregeln, sehe ich schon. Und hier haben wir dann die verschiedenen Märchen. Oh, der böse Wolf, der sieht wirklich blutrünstig aus. Und die verschiedenen Schneewittchen, die böse Königin, der Jägermann, Aladdin, Pinocchio. Also viele Märchen und Fabelwesen, die wir kennen. Und wie sieht die Rückseite aus? Ach ja, die sieht so aus. Sieht auf jeden Fall schon mal interessant aus. Kleine Einführung haben wir ja in die Spielregeln schon bekommen, ne? Und wir sind gespannt, wie es aussieht, wenn wir es gespielt haben. Das ist Thema Märchen. Das tue ich jetzt mal wieder zurück. Und das nächste. Dann haben wir hier das Similo in der Geschichte. Auch hier die kurze Spielanleitung und hier die geschichtlichen Persönlichkeiten. Ja, einmal Kunst. Künstler, Freidenker, Heerführer, Adlige, Was ist sie sogar? Wen haben wir da? Napoleon Napoleon. Bonaparte, Sitting Bull. Also man muss auf jeden Fall bei dem Spiel wohl entweder sehr märchenfest sein oder aber eben halt tatsächlich bei den geschichtlichen Personen sich dann auch mit den Figuren ein bisschen vertraut sein. Sonst wird es, glaube ich, schwierig, dann auf die richtige Fährte zu kommen. Aber ich bin mal gespannt. Und wir haben ja auch gehört, als wir das Probe gespielt haben und vorgestellt bekommen haben, dass man diese sogar auch miteinander kombinieren kann, was dann sogar wahrscheinlich dann noch schwieriger wird. Okay, ja, da bin ich mal gespannt. So sieht es von hinten aus. Also sind andere Karten, ist ein anderes Ja, Karten, ägyptische Kartenrückseite. Hieroglyphen hätte ich jetzt Ja, fast gesagt, irgendwelche ne? So irgendwie so Hieroglyphen. von dem. Also das Artwork gefällt mir von beiden Ja, auch die Karten. Kartengröße finde ich schön, liegen gut in der Hand. Ja, die Qualität ist auch gut. Sind also stabil und fest. Und wir sind mal gespannt. Und man kann es schnell mitnehmen. Das ist das Schöne. Das ist gut, ja. Hier, da kommt noch was zu. Ach, Warte. da kommt noch was so gut. Aber wir sind mal auf beiden Spielen gespannt. Und wir sagen Tschüss, die Hausis, Tanja. Und Thorsten.